Das ist Maximilian Krah, Anwalt. Nach 25 Jahren in der sächsischen CDU wechselt er vor 2 Jahren zur AfD, wird stellvertretender Landesvorsitzender. Im AfD-nahen Deutschland-Kurier schreibt er: Seit dem 01.01.2018 wurden in Chemnitz 60 Frauen vergewaltigt. Die Polizei sagt 56 von Migranten, 4 von Unbekannt. Diese Zahlen sollen von der Polizei stammen. Ich will das nachprüfen. Dieses Team der sächsischen Polizei sucht unter anderem nach Falschmeldungen im Netz. Als sie auf Krahs Behauptung stoßen, recherchieren sie sofort mit großem Aufwand. Tatsächlich kam der Hinweis ja sehr spät. Ich meine, es war kurz vor Mitternacht und haben es dann noch mal mit dem Innenministerium zusammen besprochen. Denn auch der Account unseres Innenministeriums war mit eingebunden in die Sache. Und dann haben wir uns mit der Pressestelle in der Polizeidirektion Chemnitz in Verbindung gesetzt. Denn es ging ja um Straftaten, die in Chemnitz geschehen sind. Nur wenige Stunden später twittert Hoppes Abteilung: Diese Zahlen stimmen so nicht. Nach derzeitigem Stand gab es in Chemnitz im Zeitraum vom 01.01. bis 31.07.2018 insgesamt 14 Vergewaltigungen. Davon wurden 12 Tatverdächtige ermittelt. 3 von ihnen waren nicht deutscher Herkunft. Die Zahlen von Krah können wir nicht nachvollziehen. Warum macht ein Rechtsanwalt solche Falschbehauptungen? Ich will das fragen. Und tatsächlich, er stimmt einem Interview zu. Das hätte ich nicht erwartet. Ich treffe Maximilian Krah in seiner Kanzlei in der Töpferstraße in Dresden. Posten Sie öfter solche Sachen, die Sie nicht so eindeutig nachprüfen? Ich schreibe eine Kolumne in dem Fall. Das heißt, was ich schreibe einmal die Woche eine Kolumne für 1500 Zeichen. Und damit geht es in der Regel, dass ich eine These aufstelle. Diese These, an der halte ich fest, aufgrund der Daten der Polizei. Und mein Ärgernis besteht darin, dass ich aufgrund meiner falschen Zahlen an einer richtigen These Zweifel gesät habe. Das war das eigentliche Problem. Aber es gibt in der Tat an der Grundthese, dass die Explosion der Sexualkriminalität, die Dramatik in Chemnitz erzeugt hat, an der nehme ich keinen Abstrich. Die Grundthese richtig, obwohl die Zahlen über Vergewaltigungen durch Ausländer völlig falsch ist? Der Verein Wildwasser berät Vergewaltigungs- und Missbrauchsopfer. Durch die Flüchtlinge in der Stadt seien Frauen in Chemnitz nicht mehr sicher, hört der Verein jetzt immer öfter. Die falschen Zahlen von Anwalt Krah zeigen offenbar Wirkung. Wildwasser spricht von einem Anstieg der Angst, nicht aber der reellen Taten. Wenn wir jetzt nur mal auf das Thema Vergewaltigung schauen, haben wir in diesem Jahr 11 Frauen beraten zu dem Thema. Davon waren 2 Fremdtäter und einer mit Migrationshintergrund. Das heißt, alle anderen Vergewaltigungen fanden im sozialen Nahraum von Frauen statt. Also da, wo sich Menschen eigentlich wohlfühlen sollten oder auch denken, sie sind zu Hause und sicher, das ist eigentlich eher der Ort, wo Frauen und Mädchen Gewalt erfahren. Und in der Wahrnehmung ist das ja ganz anders, dass sozusagen wir alle, und nicht wir alle, aber dass gerade auch Frauen die Befürchtung haben, dass der öffentliche Raum der gefährliche Ort ist. Und das stimmt so nicht. Ich gehe zu einem dieser öffentlichen Angstorte in Chemnitz. Schaue mich hier um. Ja, es sind schon einige junge Männer hier unterwegs. Aber ist deswegen dieser Platz gefährlich? Ich weiß das und es hängt natürlich zusammen mit den vielen Ausländern, die da sind, die für das Stadtbild ungewöhnlich sind, die halt fremd sind. Und ja, vor Fremden hat man erstmal Angst, ne? Ich höre es ziemlich oft und das sagen dann auch Leute aus Chemnitz, aber ich denke mir so, ich laufe so oft alleine nach Hause. Es ist eben eigentlich überhaupt nichts los. Die falschen Zahlen von Anwalt Krah schüren in Chemnitz nicht nur Ängste bei Frauen, sondern auch den Hass auf Ausländer. Das erfahre ich bei der Opferberatung Sachsen e.V. Das ist das Problem, dass jedes Mal mit solchen Tweets oder Facebook-Einträgen, die solche Gerüchte schüren, den Fokus auf Geflüchtete, auf Menschen mit Migrationshintergrund lenken. Und für Chemnitz lässt sich sagen, dass allein in diesem Jahr, jetzt 2018, bis jetzt September, die Fallzahlen von rechtsmotivierten Angriffen schlicht und ergreifend doppelt so hoch sind wie das gesamte Jahr 2017. Ich frage mich, ob die gestiegenen Angriffe von Rechten auf Ausländer, dem Rechtsanwalt und AfD-Politiker Krah auch mal eine Kolumne wert wären.